Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Weiter geht's mit einem PvZ. Ruins of Sarras, dieses Mal die Karte. Der Protoss hier in Rot, das ist der Franzose Realmer. Ein eher unbekannter Spieler. War mal beim Team Punchline, also das gleiche Team wie Firecake. Hat jetzt eigentlich bereits gewechselt. Ja, er streamt dann und wann mal, aber ist eben im Turnier noch nicht groß aufgefallen, laddert aber sehr häufig. Ich hatte auch mal einen relativ alten Replaycast von ihm, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber Realmer kommt definitiv mal vor, bin ich mir ziemlich sicher. Er spielt hier gegen den blauen Zock vom Team Liquid, das ist natürlich Snoot. Der hier schon mal direkt die Hedge First setzt. Natürlich, wir sind im PvZ, da ist das sehr üblich, muss man sagen. Das ist keine außergewöhnliche BO. Auch was Snoot hier jetzt macht, die Triple Hedge, das Doppel Hedge Opening vor dem Pool, ist auch alles noch ganz im Rahmen. Protoss hingegen spielt ein wenig konservativer, hat zuerst sein Gateway durchgezogen, danach den Nexus gesetzt. Das kann man auch als Nexus First spielen. Ist ein bisschen greedy, aber sollte man auf diese Karte, wenn man cross gespawnt ist, ohne Polymer durchbringen. Problem ist, Protoss kann das nicht einfach scouten. Wenn man eben hier diese Positionen spawnt, ist die Sache wesentlich komplizierter, weil der Zerg einfach viel näher dran ist und das auch wesentlich schneller mitkriegt, was der Protoss treibt. Sieht er, der Overlord hier ist innerhalb von 2 Minuten in der Basis. Ja, Probe hier am Scouten für Realmer. Der wird dann vermutlich auch die Hedge außen sehen. Ja, fährt da direkt hin, sieht die dritte dann hier von Snoot. Der hat seinen Pool und ein Gasgas hier nachgezogen. Heißt, er möchte auch sein Tech nicht zu lange auf sich warten lassen. Protoss hingegen spielt da alles noch sehr normal. Er kann sich jetzt dann für einen Tag entscheiden, hat natürlich das Doppelgas genommen. Protoss sehr abhängig vom frühen Gas hinkam, wirft sofort Warpgate an, schnappt sich einen Adept. Ich denke, wir werden auch recht bald einen Mothership-Core sehen. Also Protoss möchte tatsächlich noch vor dem Mothership-Core seine Tech-Wahl bereits bestreiten, was ungewöhnlich ist, aber durchaus mal vorkommen kann. Ja, Probe setzt hier einen frontalen Pylon. Was ist das? Ist die andere Probe? Nein, Probe. Da ist die Probe. Die hat sich an den Watchtower verzogen, die Wand will ich einmal scouten. Snoot hier drückt ein schnelles Speed an, hört damit auch auf, Gas zu sammeln. Möchte das einfach zur Sicherheit haben. Also bei ihm jetzt hier erstmal Drones, Queens für Injects und damit dann soweit seine Economy in Schwung bringen. Er ist bereits bei 24 Drones, das wird hochschießen bis auf 60, wenn er das voll durchgeplant hat, wenn er hier keinen All-In spielt. Dann möchte man natürlich auf 3 Basen die 66 bis 70 Drones haben. Protoss hier saturiert seine 2 Basen, hat ein Stargate genommen, das ist auch momentan noch komplett umgescoutet. Snoot hat da noch überhaupt keine Info, er weiß, dass Protoss gespawnt ist, weil er beide anderen Spawn-Positionen bereits abgescoutet hat mit den Overlords. Aber die genaue Tech-Entscheidung von Protoss, die ist ihm unbekannt, der sieht jetzt hier erstmal 2 Adepts rüberlaufen. Ja, ein Adept gegen Linge, da reicht 2 Schüsse vom Adept und damit hier One-Shots von den beiden Adepts. Natürlich wurden die Dinge hier auch wunderbar gesehen durch den Watchtower. Ja, die Adepts wollen sie ein bisschen arresten. Die one-shotten hier auch Drones. Das sind eigentlich 2 Queens da. Da kommen viele Dinge mit dazu und die kriegen auch gleich Speed. Also für diese Adepts wird es hier ziemlich gefährlich. Die legen sie jetzt hier schon mal mit einer Mutti an. Aber die tankt zu viel weg. Jetzt kommen hier die Transfers in Richtung Natural. Aber ja, da möchte Realmer nicht durchziehen. Stattdessen kehrt hier nach Hause zurück. Ja, und er sieht jetzt hier auch die Linge mit Speed. Und das sind eben viele Linge. Und die den Surround hier kriegen, haben die Adepts auch ein großes Problem. Snoot hier wartet aktuell unten, hat da wirklich einiges in Länge bereits gesammelt, natürlich in der Zeit keine Drones gebaut. Heißt, Protoss kann immer noch mit dem Worker-Count hier vom Zeug mithalten, Adepts hier stellen sich in die Engstelle, um hier gegen Linge besser kämpfen zu können. Und die Linge rennen einfach dran vorbei, Realmer hat das natürlich gesehen über die Watchtower, da ist eine Sentry da, das sind 3 Gateways für den Wall-In und ein Pylon. Wenn das Force Field kommt, sollte hier eigentlich Realmer lange genug aushalten können. Da kommt ein Force Field, ein Link hier, aber der macht nicht genügend Damage, sollte den knapp ein bisschen pylen. Snoot geht jetzt hier auf die Gebäude. Ja, Realmer hier warpt aggressiv Adepts hier rein. Ist sich ziemlich sicher, dass er das einfach halten kann. Ja, Snoots Linge waren zurückgedrängt, haben hier überhaupt keinen Damage gefunden. Ein bisschen an den Schilden rumgenagt, aber das ist überhaupt nichts Relevantes hier für den Protoss. Für den kam ein Oracle. Bin mir nicht sicher, wo das gerade rumstreunert. Es kamen 2 Oracles. Gut, die fliegen jetzt hier beide los. Realmer also mit dem Doppel-Oracle hat hier ein bisschen gewartet, die nicht direkt losgesendet. Und 2 Oracles, die können auch eine Queen snipen ohne Probleme. Haben auch beide inzwischen gut Energie gesammelt. Sollte Snoot jetzt hier gesehen haben, dass da was drüber fliegt über seine Linge. Da geht es in der ersten
Ja gut, für uns Creeptomb rentiert sich das jetzt nicht unbedingt, aber ja, geben zumindest ein bisschen Vision sehen, wo die Queens gerade sind, da kommen Adepts mit dazu, Adept Oracle Aggression hier aktuell für den Protoss. Sucht baut die ersten Roaches und will jetzt mit den Dingen drauf, da ist der Putzes Around da, aber die Adepts bewegen sie einfach keinen Millimeter, tanken einfach alles weg, sind sie in der Natural, killen hier mehr Drones, nimmt jetzt hier in richtig Problemen. Queens rennen hier hinterher, müssen natürlich die Oracles möglichst entfernen, um viel vom Schaden vom Protoss kaputt zu machen, kriegen ja auch beide Oracles raus, eigentlich Adepts hier in der Mainbase unter der Natural und das in riesiger Anzahl. Raimer macht jetzt hier richtig viel Damage. Einzig von Snoop hier die Drones an der dritten sind noch unberührt. Die Drones von der Mainbase gehen jetzt hier an die Natural, werden eigentlich da wieder gleich belagert und Snoop zieht sie wieder ab. Und momentan alle Adepts hier an der Natural. Es ist ein großer Haufen Adept, aber Snoop hier mit Roaches und Queens, die tanken doch ziemlich viel mehr Adept-Schaden. Adepts nehmen jetzt hier mehr Schaden und da fällt auch doch mal einer. Es sind auch zwei noch richtig low. Jetzt gibt es hier wieder ein Gesplit hier von den Adepts. Da wollen die Drones kurz drauf. Jetzt werden sie wieder abgezogen. Roaches kämpfen hier oben und hier unten. Nee, unten hier oben kämpfen die Queens. Und die Queens schaffen vielleicht nochmal einen Adept raus, vielleicht noch den zweiten. Nein, die sind eigentlich trotzdem angeschlagen. Adept hier mit nicht mehr viel Leben. Snoot scheint das hier auf lange Sicht klären zu können, aber er hat hier durchaus einen Drone-Verlust erlitten. Protoss dahinter hat ein Void Ray gebaut, geht hier ins Twilight Council, nimmt sich seine dritte Basis. Er Snoot jetzt hier mit 38 Drones zu 49 Probes. Das ist nicht schön hier für einen Zerg. Hat hier auf einem den Scout an der dritten Basis, weitere Gateways hier, Sentries sind zur Stelle. Es kann hier nicht mehr wirklich Counter-Aggression betreiben, einfach das Void Ray, bis er die zwei Void Rays, die dann gleich da sind, werden seine Roach-Armee einfach nur zu flexen. Und da gibt es einen weiteren Warpin, nochmal zwei Adapts hier. Da steht eben der Pilot auch immer noch, der wird ja von Snoot noch nicht gescoutet. Da geht es wieder in die Natural, da stirbt nochmal zwei Drones hier, kriegt er noch mehr hier. Nein, die dritte kommt gerade rechtzeitig in den Extractor jetzt hier, eine dritte stirbt, eine vierte stirbt, Adepts wollen hier nochmal weg, aber ein Adept stirbt hier, der zweite ist auch hart angeschlagen, kommt hier auch nicht mehr, Roaches machen zu viel Schaden, Snoot kann das jetzt doch mal clearen, sollte sich mal auf die Suche nach Pylons begeben, wäre wichtig hier, hat er den schon im Blick, nein, hat er eben noch nicht, der steht halt so offensichtlich, aber wird nicht gefunden, jetzt hier, der Ravager findet ihn, da wird sich Snoot auch ziemlich schnell draufstürzen, auch hier unten die Probe wurde gefunden, Snoot cleart damit alle potenziellen Bedrohungen aktuell auf seiner Hälfte der Karte. Aber Protoss Center kann sich eben auf seinen drei Basen ausruhen, zieht sein Tech weiter hoch, geht in seinen Tech-Upgrade. Snoot hingegen schnappt sich den Spire. Hat auch einige Gaskets hier am Start, sammelt da jetzt auch fleißig. Momentan eher das schlechtere Mineral-Income aktuell für Snoot. Er sammelt doch relativ viel Gas für das, was er Minerals sammelt. Und entsprechend will dann vermutlich viele Mutas rausdrücken. Corruptor kann man spielen, aber eben... Es ist bereits ein Stargate da. Corruptors sind einfach nicht so nützlich. Ihre Fähigkeit ist zwar stark, aber noch kein Zerg hat sie nur wirklich auf diese Fähigkeit der Corruptor verlassen, um Gebäude abzureißen. Ja, und vor allem Protoss baut hier auch schon den ersten Phoenix aus dem Stargate, aus dem Doppel-Stargate. Heißt, er hat hier die Scouting-Information bekommen. Ja, Phoenix ist hier drüber geflogen. Heißt, Raimer weiß, dass der Spire steht, hat auch entsprechend Phoenix vorproduziert einen. Jetzt kommen hier Doppel-Phoenix. Tja, Snoot, baust du jetzt überhaupt Mutas oder nicht? Snoot hat definitiv den Phoenix hier gesehen, wird er trotzdem die Mutas durchdrücken oder nicht? Momentan hat er sehr, sehr viel Gas, baut aber immer noch Drones. Ist da gerade ein bisschen unberührt davon. Spart gerade einfach. Snoot hier komplett im Sparkurs aktuell. Ja, weitere Halluzinationen, Scouten einfach. Ist natürlich schön, Protoss einige Sentries hat. War eigentlich immer kostenloses Scouting. Ja, Snoot klärt hier nochmal einen Phoenix und setzt danach direkt in Infestation Pad. Geht hier also nicht in Mutas. Seht ein, das kommt zu spät, wenn die Mutas drüben sind, hat der bereits Phoenix und dann stehe ich doof da. Wirft jetzt nochmal eine Riesenrunde an Drones her, geht dann weit über 70, geht auf die 80 hoch und jetzt kommt hier der Attack von Raimer. Hat hier Stalker, Sentries plus 1 Attack ist durch. Momentan was fehlt ist der Reinforcement-Punkt, das ist ja kein Pylon oder ähnliches, weil es ist nur diese Army. Natürlich Mothership kommt mit voller Energie, heißt Notfall-Recall wäre drin und Raimer möchte hier die vierte abreißen. Snoot hier morpht mehrere Ravager, natürlich Gas hatte, wie blöd. Vier weitere Ravager plus 2 Attack ist gleich für Linge durch, aber es sind eben keine Linge da. Ja, da kommen ein paar Ravager Shots, die treffen nichts, sogar die Sentries werden hier nicht getroffen. Aber weitere Corrosive Bites, hier regnen runter. Die Ravager scheinen hier größtenteils die Protoss Army zurückhalten zu können, aber die Hedge nimmt mehr Damage und wird jetzt hier von den Oracles runtergeschraubt. Damit Hedge tot, Recall kommt, Protoss macht hier alles richtig, verliert hier gar nichts. Macht hier Snoot richtig Probleme, der versucht die Creeps dorthin zu kriegen, seine vierte Basis neu zu setzen. Wenn das ein Protoss setzt, seine eigene vierte. Also Raimer hält hier wirklich hart mit der Economy mit. Snoot hat natürlich jetzt einen riesen Drone-Count, 75 hier. Entsprechend schnell werden seine Basen legen, bis es in Mainbase gibt eh nicht mehr viel. Er braucht eben die vierte Basis. Ist wichtig für sein Income, gerade seine Minerals sind ziemlich niedrig. Er hat relativ viel Gas, er betreibt hier schon Long-Distance-Mining. Er wollte eigentlich diese Basis relativ schnell
in Aktion sehen. Nimmt sich jetzt auch parallel eine fünfte Basis, einfach zum Hoffen, dass eine von beiden nicht gesniped wird. Währenddessen ist ein großer Schwall, ein Phoenix hier unterwegs. Die können natürlich viel harassen, aber Suit bereits mit den Infestoren. Einigen Queens, erster Queen wird hier schon mal geliftet und wird rausgenommen. Phoenix jagen weiter Muttis, aber da sind inzwischen vier da, die haben auch Consuse Energie. Ziehen sie jetzt hier ein bisschen zurück. Währenddessen hier Halluzinationen wieder, scouten alles aus, sollten jetzt eigentlich auch die Infestoren gesehen haben. Reimer versucht hier weiter zu harassen, aber diesmal fliegt er über die Queens, nimmt da doch ziemlich was an Schaden. Aber Phoenix halten doch ein bisschen was aus. Queens natürlich nicht den Killer-Damage, keine Attack-Upgrades drauf. Hier sind jetzt viele Ravager. Wie will Snoot das angehen? Er versucht hier den Phoenix zu treffen, aber der Ravager stirbt hier, bevor Snoot irgendwas machen kann. Es sind richtig viele Phoenix hier da. Reimer hat da komplett auf Mutas gesetzt, die da kommen werden, aber kam von Snoot nie was. Damit hat jetzt hier Reimer 11 Phoenix rumstehen. Stalker währenddessen wollen auf diese Hedge, die kann Snoot eigentlich auch canceln. Die durchzuziehen wäre ziemlich fahrlässig. Nein, hat es hier nicht rechtzeitig geschafft, das Ding zu canceln, wird also komplett abgerissen. Damit 300 Minerals tot, Reimer kann sich ein weiteres Mal zurückziehen. Snoot allerdings auf der anderen Seite eben seine vierte Basis. Bei der fünfte inzwischen fehlt auch nicht schlecht, weil jetzt die Void Race mit Phoenix versuchen von der Seite anzugreifen. Da werden viele Overlords starten, das wird Snoot verbleiblocken. Er baut gerade die Ultralisk Cavern, geht in Vipern, baut weitere Queens, möchte also einen Uli-Push mit Vipern ansetzen. Da kommen die 3-1 Upgrades für die Zerg Ground Units. Und da gehen zwei Void Race auf einen Spawning Pool. Der Spawning Pool erforscht gerade ein wichtiges Upgrade, nämlich das Hedwina Glance. Das sind gerade zwei Queens, die versuchen jetzt hier das irgendwie zu klären. Da kommen mehr Queens mit dazu. Die haben auch Energie für Transuse. Void Race werden hier zurückgedrängt, scouten immer in den Uli Cavern. Wenn das hier drüben Warp ist auf dem Weg, würden nochmal Scouts ausgesendet. Natürlich, Grandma möchte den Blick haben, wo Snoot überall expandiert. Hat hier seine Phoenix rumstehen, hier stehen immer noch die Void Race. Runes of Service hat hier so viel Luftraum hinter den Basen, das ist abartig. Da kann man die ganze Carrier-Flotte dahinter verstecken. Würde keinem auffallen. Ja, hier sind jetzt die Vipern, die haben natürlich ihre Parasitic Bomb als AOE Anti-Air. Gerade gegen die Phoenix ist die ziemlich stark, wenn die mehrfach stackt. Sind die Dinger ziemlich schnell tot. Soll ja genervt werden. Hab Blizzard so angedacht. Ja, Void Race hier versuchen sie mit Glitzer zu legen. Die nehmen eigentlich keinen Bonus-Damage. Damit Void Race müssen sie wieder zurückziehen. Momentan Protoss geht in Immortals. Er bereitet bereits den Konter auf die Ultralisken vor. Geht bereits in ein Fleetbeacon, holt sich eine weitere Robo, weitere Gateways. Also Reimer spielt hier grundsolide. Lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Versucht hier weiter zu arresten. Die Void Race können hier vielleicht sogar noch die Uli-Cavern abreißen. Wobei Snoots Queens sind in der Nähe. Da sollten ein, zwei Transuse drauf kommen und danach die Queens sich mit dem Void Race anlegen. Währenddessen gibt es hier noch einen Gau von den Phoenix. Das sind zwei Queens, Swapholler, die Phoenix momentan interessieren sich hauptsächlich für die Overlords und können vermutlich auch ein paar rausnehmen. Eigentlich in Fastorn in der Nähe, wenn ein Fangel kommt. Zumindest mal vier Phoenix hier vom Fangel gefangen. Währenddessen hier drüben wurde auch ein bisschen was geklärt. Hier gibt es nochmal einen Fangel. Nein, kein weiterer Fangel. Der Phoenix stirbt einfach so. Damit hier Reimer einiges an Phoenix verloren. Die Void Race, sind die auch draufgegangen, ist die Frage. Ja, beide Void Race hier auch noch gestorben. Also Reimer war während der Aggression ein bisschen unaufmerksam. Die Void Race sind doch ziemlich teuer. Die möchten nicht einfach so viel. Die können vor allem gegen Ultralisten doch ziemlich solide kämpfen. Protoss hat gleich plus 3 Attack. Das macht natürlich bei den Immos richtig viel aus. Die teilen ordentliche Kellen aus. Gerade gegen die Ultralisken, aber es sind auch viele Linge mit dabei. Die haben natürlich Hedwina Glance gleich plus 3 Attack, plus 2 Armor. Die Uli ist natürlich dann auch mit richtig starken Upgrades. 5-2 aktuell hier, bis 5-3 jetzt. Drittes Stack Upgrade ist durch und Snoot macht sich ja auf, einmal zu pushen. Das sind die Tees da eigentlich. Hier sind Overseer. Die Tees können hier nichts anrichten. Snoot nimmt die Tees raus und bewegt sie dann nach Hause. Das ist so gutes Building Placement. Das ist für die Ulis schwer hier vernünftig anzugreifen, weil die einfach hier ständig rumbacken und zu fett sind für die Lücke. Ja, Phoenix jagen jetzt hier die Overseers, ist zu wenig Anti. Jetzt kommen hier die Parasitic Bombs auf sämtliche Phoenix. Phoenix nehmen hier richtig viel Schaden. Die Phoenixe werden hier alle sterben, kriegen nicht mal eine weitere Viper, nicht mal der Overseer stoppt. Dann kommt man noch zu Susan, genauso wie die Vipern, aber Snoot will sich die Energie momentan sparen. Wenn das hier das Warp-Bissen steht schon seit langem, hat ein paar Salads dran. Die werden vermutlich auf diese Basis geschickt werden. Angst, die hat Snoot noch nicht genommen. Der versucht sie mit dieser Basis. So, momentan Snoot, plus 1 Attack, hat den Greater Spire durch, und plus 3 Armor für die Ulis. Also Snoot bereitet sich wieder für seine ultimative Unit Composition vor, in fester Ultralisk Broodlord. Gerade mit wieder der Ravager-Unterstützung. Und das ist ordentlich stark. Das haben wir schon mehrfach gesehen, dass Protoss dagegen richtig Probleme haben. Ja, hingegen Reimer, Tempest und Disruptor sind die Antwort. Disruptor mal einen richtig guten Schaden gegen Linge und Ultras und Tempest eben gegen die Broodlords. Ja, Snoot versucht hier mit dem Rumbai auf eine neue Basis von Protoss. Der ist noch ein bisschen out of position, kommt jetzt hier dazu, aber die Basis hat schon viel Schaden genommen. Snoot kann die vermutlich sogar abreißen. Dafür eigentlich wird er hier ziemlich teure Units verlieren. Die Fester kommt die nochmal weg. Die Base bleibt hier sogar stehen, weil Snoot sich gerade mit dem Kampf mit der Armee beschäftigt. Der verliert hier dafür seine Units. Die
Der Nexus hier natürlich zu drei Vierteln tot, regeneriert allerdings seine Schilde. Das Warpissen wurde hier rausgenommen vor den Corrosive Vials. Damit beide haben wieder ein bisschen Ruhe. Snoots Creepset wird aggressiv nach vorne gerückt. Der hat auch richtig viele Queens hier. 15 Queens sind da mit dabei. Ja, es kommt eben plus 1 Attack. Es kommen weitere Länge, so wie Snoot das bisher noch in jedem Late Game gemacht hat. Er geht sehr viel auf Länge, weil die Länge mit dem Attack Speed Upgrade ist immer effizient irgendwas töten können. Länge in dieser Masse in spätem Spielverlauf kosten gar nicht so viel, sind mit ihren Upgrades wahnsinnig effizient. Er stirbt um Hans Hallett. Snoot sucht hier nach weiteren Basen natürlich. Muss schauen, dass Protoss nicht zu starke Economy kommt. Er hat aber dahinter eine ordentlich solide, muss man sagen. Er hat eine fünfte Basis hier. Hier wird es ja mit Cannons und Pylons abgesichert. Macht hier Reimer gut. Gutes Building Placement, damit das hier vernünftig abgeriegelt ist. Steht eigentlich trotzdem mit seiner Army weit, weit weg, muss man sagen. Aber er hat eben auch viel Fläche, die hier abdecken muss mit seiner Army. Weiteres Warp ist mir unterwegs. Snoot sendet jetzt hier überall Changelinge aus. Möchte mal alles durchscouten und bereitet sie mit einem weiteren Go auf diese Basis vor. Da kommt Funkel, da kommt Corrosive Vials. Warp ist mir damit tot. Protoss Army bewegt sich auch direkt in Richtung, um zu verteidigen. Weitere Tempest kommen hier, weiteres Orgel kommt hier. Es kommen auch weitere Upgrades hier für beide Spieler. Snoot engaged jetzt hier von der rechten Seite schon mal mit den Ravagern. Die Ultras ziehen sich zurück auf der linken Hälfte. Da gibt es die Stalker, blicken aggressiv nach vorwärts. Und Snoot hier landet einen guten Fangel auf die Stalker. Gute kleine Cloud darunter. Die ganze Protoss Army kann gerade nicht schießen, wo am Boden rumsteht. Und die Ulis pushen hier aggressiv vorwärts. Die Immos können da gerade nicht viel machen, werden größtenteils zerflext. Es sind jetzt hier in der zweiten Reihe nochmal zwei, drei Immortals übrig. Jetzt hier eigentlich Snoot wurde größtenteils aufgeräumt. Die Ravager haben nicht lange gehalten und die Tempest haben einfach viel Schaden runtergeregelt, genauso wie die Void Race. Protoss Army hart angeschlagen, aber Snoot muss es hier zurückziehen, hat hier noch ein paar Linge rumstehen. Und Snoot geht hier in den Hardcore Muta-Switch. Er nutzt sein ganzes Gas hier für 45 Mutalisken, also von praktisch keiner Army auf den Max-Out. Und das ist für einen Protoss heftig, weil Protoss eben keinen Phoenix mehr da hat, vor allem... Doch, er hat Supply frei, um Phoenix zu bauen. Ihm fehlt gerade ein bisschen das Geld. Er muss das erstmal scouten. Das ist Problem Nummer 1. Meistens scoutet man Mutas dann, wenn sie am Ende der Economy hängen. Und dann ist es zu spät. Queens hier währenddessen fröhlich weiter am Creep threaten. Das ist abartig, wie viel Snoot inzwischen von der Karte besetzt hat. Auch mit richtig vielen Tumoren. Das müsste er jetzt. Genau, 125 Creep-Tumore sind aktuell auf dem Feld. Ja, hier ist der eine Watchtower. Der wird jetzt geklärt. Der Adept ist der Verräter. Protoss weiß jetzt, oh shit, da ist eine Riesenflotte an Mutas. Ja, und diese Mutas, die machen Schmerzen, die haben plus 1 Attack, die Cannons halten dagegen überhaupt nicht lange. Da hält überhaupt kein Gebäude lange dagegen. Es geht sofort auf das Temple Archive, damit keine Archons möglich sind. Snoot hier, was ist der nächste Ziel? Natürlich, dass der Fleet Beacon gegen das Phoenix Range Upgrade die Stargates hier anpowern. Das heißt, Stargates sind hier auch schon mal komplett aus. Und Snoots Mutas halten die einfach drauf. Da sind ein paar Archons da und auch die... Gut, die Tempest machen nicht so einen Killer-Schaden. Die Archons sind das Hauptproblem. Die Archons kommen hier nicht durch, durch die Lücke. Protoss reißt jetzt hier sein eigenes Gateway ab, um die Archons in die Mainbase zu kriegen. Aber Mutas machen hier mehr und mehr Damage. Forge wird rausgenommen. Snoot hat hier seinen Spaß mit den Mutalisten. Reißt hier den kompletten Tech-Up von Protoss. Und der gibt seine komplette Mainbase auf. Will sie gar nicht mehr weiterhalten. Das zweite Tech-Upgrade im Cybercore wurde jetzt hier auch abgebrochen. Cybercore fällt. Und jetzt geht's hier kurz auf die Army ab. Die Archons hier. Er muss nun nach wie vor vorsichtig sein. Die Mutas schmelzen hier ziemlich schnell gegen jegliche Art von Archon-Angriff. Jetzt geht's hier in die dritte. Protoss haben natürlich nicht mobil genug. Da werden die ganzen Cannons unpowered und rausgenommen. Es sind mehr und mehr Mutas gestorben, aber Snoot legt nochmal 12 nach. Er hat eine richtig starke Economy dahinter. Währenddessen gibt es jetzt hier einen Link dabei in die vierte Basis. Das sind jedoch die Tees und Cannons und da werden weitere Salads reingemobbt. Währenddessen die Mutas spielen immer noch Katz und Maus mit der Protoss an. Da kommt jetzt hier vielfach Overcharge. Mutas snipen mir gerade den Mothership Core, kommen hier doch nochmal raus und regenerieren sich dann eben sehr schnell hoch. Haben auch gleich noch das plus 2 Attack Upgrade. Linge hier wurden gecleared. Queens allerdings stehen auch schon direkt und bald belagern hier die Queens diese Basis. Also sie holen hier die Mutas mit dazu. Damit wird Snoot das eigentlich klären können. Protoss Army kommt hier nicht rechtzeitig auf diese Hälfte der Karte. Naja, die Tees versuchen dann mit dem Archon Warp, aber das hat hier keinen Wert. Da kommt hier niemals rechtzeitig durch. Stalker Warping kommt hier mit dazu. Aber die paar Stalker tun hier wenig. Die restliche Protoss Army eiert eben hinterher und die Mutas bis dahin kämpfen sie so gut gegen die gesamte Protoss-Gebäude und kleine Protoss-Armee. Jetzt kommen hier die Archons eben der gefährliche Part, aber hier sind Queens mit dabei, da könntest du notfalls noch zum Fusen. Queens legen sie jetzt hier auch kurz mit den Archons dann ab, ziehen sie dann auch wieder zurück. Snoot, ist das dann doch zu viel? Möchte nicht das direkte Engagement machen, möchte einfach Protoss hier ständig unterhalten, ihn ständig von einer Seite zur anderen rennen lassen. Der Creepsplit ist nach wie vor verdammt gut. Es ist noch ein Observer da, damit dieser Creepsplit hier rausgenommen wird. Mutas, wenn das bewegen sich wieder Richtung vierte Basis, nehmen hier Gateways raus, weitere Pylons sterben. Snoot next hier nur noch Mittlingen und einem einzigen Ultra. Also Snoot will auch wieder in Ultralisten gehen, weiß, dass jetzt nach und nach der Phoenix-Count größer wird. Und Phoenix hat eben gegen Ultralisten keinen Wert. Heißt, Snoot denkt hier schon mal voraus und plant hier voraus. Es kommt das erste Armor-Upgrade hier für die Mutas anstatt dem dritten Attack-Upgrade.
Interessanterweise, es starben nochmal ein paar Cannons. Phoenix Angst, sie sägen so nach und nach an den Mutas rum. Auch die Tempest hier, ja, die Mutas nehmen so langsam eine Zahl ab und nehmen auch mehr und mehr Damage. Aber trotzdem, es ist immer noch ein riesen Mutaball hier da. Das sind immer noch ordentlich viele Einheiten. Wir sind immer noch über 24. Jetzt geht es hier kurz auf die Phoenix Nuke. Die jagt hier aggressiv die Anti-Units. Kriegt ja nochmal zwei Phoenix raus. Aber es werden eben konstant hier drei Phoenix produziert. Das heißt, das wird den Mutas auf kurz und lang zum Verhängnis. Aber Remmer will sich das nicht länger antun. Natürlich, Mutas sind für jeden Protoss-Spieler frustrierend. Selbst wenn er hier die Mutas kriegt, weiß er, dass Nut genügend Geld hat, um was anderes nachzupumpen. Und da kommen eben viele Dinge mit dazu. Weil das ist vielleicht ein bisschen früh aufgegeben von ihm, muss man sagen. Seine Economy ist noch ein bisschen am Laufen. Er hat vor allem die Basis weiterhin gehalten. Da könnt ihr schon noch meinen, wenn der Probes hinschickt. Ja, und wenn, mit nochmal drei Phoenix gleichzeitig. Also ich finde, er hat hier ein bisschen arg früh aufgegeben. Er hatte immer noch ein paar Phoenix. Hatte, denke ich. Zwei Phoenix da, drei werden nachgebaut. Mutaball ist aktuell bei 24. Es kommen aber zwei dazu. Also ich finde, er hätte schon noch versuchen können, das Ding zu reißen. Das Loot war nicht so gut in die Economy unterwegs, muss man sagen. Das läuft jetzt hier wieder an, indem man zwei neue Basen besetzt hat, aber so berauschend, gerade im Gasenkampf, sieht es fürs Loot auch nicht unbedingt aus. Aber ja, das war dieses PVZ. Bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, es ist ein Action Replay Cast. Macht's gut und ciao.